Sehr geehrten Damen und Herren, wir kommen jetzt zum dritten Kapitel und da geht es um Entscheidungstheorie. Und hier zunächst zu Jeremy Bentham und seinen Nutzenfunktionen. Wer in University College in London zum Sitzungszimmer der Hochschülerschaft will, der trifft am Gang davor auf den Philosophen Jeremy Bentham. Der ist zwar schon fast seit 200 Jahren tot, aber er sitzt leibhaftig, buchstäblich, leibhaftig in einem sonderbaren Kasten, Benthams sogenannten Auto-Icon. Bentham hatte nämlich bestimmt, dass nach seinem Tod seine Leiche seziert werden sollte, um der Wissenschaft den letzten Dienst zu erweisen, aber dann wieder zusammengefügt, einbalsamiert und öffentlich ausgestellt. Und zwar ausgestellt am University College, um dessen Errichtung er sich sehr verdient gemacht hat. Dass er an den Sitzungen der Students Union teilnimmt, das ist aber Legende. Übrigens ist sein Kopf, der im Laufe der Jahrzehnte grauslich verschrumpelt ist, durch einen Wachskopf ersetzt worden. Bentham war ein großer sozialer Reformer und Wohltäter, einer der ersten Positivisten und ist heute vor allem als der Vater des Utilitarismus bekannt, also jener Doktrin, wonach wir das anstreben sollen, was das Beste für die meisten ist. In anderen Worten, wir sollen trachten, den Gesamtnutzen zu maximieren. Bentham selbst bald gesehen, dass das problematisch ist, wenn wir etwa den allgemeinen Nutzen auch dann maximieren, wenn das zulasten einiger weniger geschieht. Wie soll das entschieden werden? Durch eine Abstimmung? Das führt zu der Problematik von Wahlverfahren, die wir schon kennen. Schon bei der vergleichsweise viel einfacheren Frage, was das Beste für den Einzelnen oder für die Einzelne ist, da tauchen Schwierigkeiten auf. Bentham selbst hat einen Felicific Calculus vorgeschlagen, also etwa eine Glückseligkeitsrechnung, die fein säuberlich über Lust und Schmerz Buch führt. Dieser Kalkül ist heute nur mehr eine Kuriosität. Hingegen spielt der Kalkül vom erwarteten Nutzen in den modernen Wirtschaftswissenschaften eine grundlegende Rolle. Der Begriff Nutzen in diesem theoretischen Sinn, der ist erstmals in Daniel Bernoullis Untersuchungen zum St. Petersburger Paradox aufgetaucht. Das ist jenes Spiel, bei dem der Erwartungswert des Gewinns unendlich ist, was nicht möglich sein kann. Bernoullis Überlegung war, schauen wir nicht aufs Geld, sondern auf den Nutzen, den es uns bringt. Ein zusätzlicher Betrag von, sagen wir, 100 Euro bringt mir viel weniger Nutzen, wenn ich ein Millionär bin, als wenn ich bettelarm bin. Mehr Geld bringt mir zwar immer mehr Nutzen, aber doppelt so viel Geld bringt nicht doppelt so viel Nutzen. Der Nutzen wächst monoton, aber die Zuwachsrate, die flacht ab. In anderen Worten, wenn U von X meinen Nutzen misst, wenn ich den Geldbetrag X besitze, so ist die erste Ableitung positiv, jeder Geldzuwachs freut mich, und die zweite Ableitung ist negativ, ich freue mich immer weniger. Bernoulli schlug vor, und das war ziemlich willkürlich, U von X ist gleich log X. Da ist tatsächlich die erste Ableitung positiv und die zweite negativ. Die Funktion ist monoton wachsend und konkav. Letzteres bedeutet, für je zwei Punkte auf dem Graphen liegt die Verbindungsstrecke unterhalb des Graphen. Übrigens, wer eine konkave Nutzenfunktion hat, der ist risikoscheu. Ein risikoscheuer Mensch wird nicht 3.000 Euro zahlen für ein Glücksspiel, bei dem man mit gleicher Wahrscheinlichkeit 4.000 Euro oder 2.000 Euro bekommt. Der Erwartungswert der Gewinne
ist ja 3.000 Euro in dem Fall. Der Erwartungswert des Nutzens dagegen ist U von 4.000 plus U von 2.000 dividiert durch 2. Der Punkt mit diesen beiden Koordinaten liegt in der Mitte von der Verbindungsstrecke zwischen den zwei Punkten mit den Koordinaten einerseits 2.000 und U von 2.000, andererseits 4.000 und U von 4.000. Da jetzt die Nutzenfunktion konkav ist, liegt der Mittelpunkt unter dem Graphen. Der Nutzen von 3.000 Euro ist also größer als der Erwartungswert des Nutzens. Eine risikoscheue Person wird sich nicht auf das Glücksspiel einlassen. Natürlich gibt es auch risikofreudige Menschen, bei denen ist dann die Nutzenfunktion konvex. Die sind aber in der Minderheit. Rechnet man jetzt den Erwartungswert des Nutzens beim St. Petersburger Spiel aus? Sie erinnern sich, Gewinn 2 hoch n mit der Wahrscheinlichkeit 1 durch 2 hoch n. So wird unter Bernoullis Voraussetzung, dass U von x, der Nutzen, gleich log x ist, der Nutzen von 2 hoch n gleich n log 2 sein und der Erwartungswert vom Nutzen also log 2 multipliziert mit 1/2 plus 2 durch 2 Quadrat plus 3 durch 2 hoch 3 plus und so weiter. Und das liefert einen endlichen Wert. Ich lasse Ihnen gleich gern die leichte Aufgabe, das auszurechnen, welcher Wert das ist. Also jedenfalls Bernoulli hat gesagt, als Teilnahmegebühr an dem Spiel wird man höchstens so viel zu zahlen bereit sein, wie diesem Wert, diesem endlichen Wert entspricht. Also da ist zweierlei zu bemerken. Erstens, dass Bernoullis Lösung unbefriedigend ist. Ein Mathematiker seines Kalibers müsste bemerken, dass es dem Casinobesitzer ein leichtes ist, ein ganz ähnliches Spiel anzubieten, bei dem der Erwartungswert des Nutzens unendlich ist. Das Paradox wird also nur verschoben und nicht gelöst. Dasselbe gilt, wie der Wiener Mathematiker Karl Menger gezeigt hat, für jede Nutzenfunktion U, die so wie der Logarithmus unbeschränkt wächst. Zweitens aber, Bernoullis Idee, dass der Anstieg der Nutzenfunktion abflacht, die hat sich glänzend bewährt. Und sie wurde im Rahmen der Grenznutzentheorie zu einem Standbein der Wirtschaftswissenschaften. Bernoulli hat also nicht das Problem gelöst, das er lösen wollte, aber einen entscheidenden Schritt in wissenschaftliches Neuland getan. Für jeden Menschen ist der Nutzen von X, also Bentheims Utility oder Bernoullis Utilitas, ein Maß dafür, wie viel ihm oder ihr X wert ist. Jeder oder jede hat seine oder ihre eigene Nutzenfunktion. Reiche haben eine andere als Arme, Junge eine andere als Alte. Das X braucht übrigens keinen Geldbetrag zu sein. Das ist nicht alles. Es kann auch um Genuss gehen oder um Prestige, um Wohlergehen, Freude, Lebensglück, ums nackte Überleben, was weiß ich. Der Nutzen soll die individuellen Vorlieben widerspiegeln. Woher kommen jetzt die Vorlieben des Einzelnen? Das kann wohl nur jeder oder jede für sich selbst entscheiden. Woher diese Vorlieben oder Präferenzen also kommen mögen, das sei hier beiseite gelassen. Die Vorlieben sind gegeben und werden nicht hinterfragt. Wir haben ja auch in dem Kapitel über Wahlverfahren die individuellen Präferenzen als gegeben vorausgesetzt. Grob gesprochen also, der Mensch mag ein vernunftbegabtes Wesen sein, aber seine Antriebe, die kommen von anderswo. Der britische Philosoph Hume hat gesagt, Reason is the slave of passion. Vernunft dient also bestenfalls dazu, die Wünsche, die Leidenschaften oder Humes Passions abzuwägen, etwa wenn sie kollidieren oder wenn die Umstände ungewiss sind. Die Frage ist, ob ein Kalkül da helfen kann.
Also in dem ersten Schritt nehmen wir lediglich an, dass ein Mensch, wenn er zwei beliebige Alternativen X und Y vergleicht, entweder Y bevorzugt, man schreibt dann X geschweift kleiner als Y, oder X bevorzugt, oder keine der beiden Alternativen bevorzugt, also indifferent ist. Wir schreiben da X geschweift äquivalent zu Y. Wenn X geschweift kleiner als Y oder X geschweift äquivalent zu Y ist, dann schreibt man auch X geschweift kleiner gleich Y. Des Weiteren nimmt man an, dass die Präferenzen transitiv sind. Aus X geschweift kleiner gleich. Sagen wir so, wenn Y gegen X bevorzugt wird und Z gegen Y bevorzugt wird, dann wird Z gegen X bevorzugt. Also aus diesen Annahmen kann man schließen, dass jede endliche Menge von Alternativen linear geordnet werden kann. Sie bemerken, dass schon diese Schreibweise nahelegt, dass die Alternativen so wie Zahlen gereiht oder geordnet werden können, so wie reelle Zahlen. Genau. Im Allgemeinen wird es sich natürlich bei den Alternativen selbst nicht um Zahlen handeln. Eine Alternative könnte sein, es wird dir ein Stück Torte angeboten und eine andere Alternative, es wird dir ein Fingernagel ausgerissen oder was weiß ich. Ja? Jeder Alternative kann man einen Zahlenwert zuordnen. Der Alternative X, den Zahlenwert U von X. Und zwar so, dass X geschweift kleiner gleich, oder sagen wir so, ja, dass X geschweift kleiner gleich Y genau dann gilt, wenn U von X kleiner gleich U von Y ist. Und beachte den feinen Unterschied zwischen geschweift kleiner gleich und dem richtigen kleiner gleich. Und man sieht dann leicht, dass X geschweift äquivalent Y dann und nur dann gilt, wenn die Nutzenfunktion X und die Nutzenfunktion Y den gleichen Wert annehmen. Und das U von X kleiner als U von Y dann und nur dann gilt, wenn X geschweift kleiner als Y ist. Also so eine Funktion klein u, die heißt eine Nutzenfunktion. Übrigens, das Wort Nutzen, das suggeriert eine materielle oder materialistische Konnotation. Das ist eine etwas unglückliche Wortwahl. Ganz oben auf der Liste meiner Präferenzen könnte, was weiß ich, das Seelenheil meiner Mitmenschen stehen. Oder der Umweltschutz oder eine gerechtere Weltordnung. Da ist wohl Nutzen nicht mehr das richtige Wort. Aber es wäre sinnlos, den fest eingebürgerten Begriff Nutzen jetzt umtaufen zu wollen. Wir müssen uns nur klar vor Augen halten, dass der Wortlaut falsche Assoziationen hervorrufen kann. Nicht? Nutzen hat etwas Bades, manchmal sogar etwas Schäbiges an sich. Das Wort Wert wäre für die Funktion U wahrscheinlich angebrachter gewesen. Ja, man kann von heiligen Werten sprechen, aber sicher nicht von heiligen Nutzen. Also es gibt übrigens nicht nur eine, sondern beliebig viele Nutzenfunktionen. Man kann für U von X 0 setzen und für U von Y 1 oder für U von X 0 und für U von Y 20 oder was weiß ich. Es muss nur diese Ordnungsrelation erhalten bleiben. Auch wenn es abzählbar unendlich viele Alternativen gibt, kann man sie immer noch nach Präferenzen linear ordnen übrigens und eine Nutzenfunktion definieren. Allerdings muss es jetzt kein größtes oder kleinstes Element geben und kein nächstgrößeres. Ja, bevor wir weitergehen, überlegen wir uns nochmal, ob man sich darauf verlassen kann, dass die Präferenzen wirklich vollständig und transitiv sind. Vollständig heißt, wir wissen stets, ob wir etwas bevorzugen oder nicht. Natürlich können sich unsere Präferenzen im Laufe der Zeit ändern. Das ist mir schon als Kind aufgefallen, dass ich in der Früh den Aufenthalt im Bett bevorzugt habe. Und am Abend nicht. Ja, mit dem Alter haben sich meine diesbezüglichen Präferenzen übrigens umgedreht.
Wir müssen uns bei der Rangordnung offensichtlich auf einen gewissen Zeitpunkt festlegen und allgemein auf bestimmte Rahmenbedingungen. Es ist übrigens wohl bekannt, dass wir auf Befragen diese oder jene Präferenz angeben, oft aber dann anders entscheiden, wenn wir tatsächlich zu wählen haben. Ja, die Präferenzen sollen angeben, wofür man sich im Ernstfall wirklich entscheidet und nicht, was man auf einem Fragebogen ankreuzen würde. Jetzt zur Transitivität. Können wir sicher sein, dass Indifferenz und strikte Präferenz transitiv sind? Wenn wir dazu erst einmal zur Indifferenz. Es ist sicherlich gleichgültig, ob in meinem täglichen kleinen Braunen ein Zuckerkristall mehr oder weniger enthalten ist. Ob also gar kein Zucker oder nur ein winziges Zuckerkristall, dann bin ich indifferent. Ebenso, ob ein Zuckerkristall oder zwei drinnen sind. Oder 200 und 201. Ich kann den Unterschied gar nicht bemerken. Aber aus der Transitivität der Indifferenz würde dann folgen, dass es mir gleichgültig sein sollte, ob mein Kaffee gezuckert ist oder nicht. Das ist natürlich keineswegs der Fall. Noch schlimmer steht es um die strikte Präferenz. Es wird ausgesprochen irrational, wenn meine Präferenzen einen Zyklus bilden. Ich also B zwar lieber möchte als A und C lieber als B, aber A lieber als C. Das wäre ein Verstoß gegen die Transitivität. Diese Transitivität der Präferenzen, die wird heutzutage von vielen Ökonomen und Sozialwissenschaftlern geradezu als die Definition der Rationalität gebraucht. Gäbe es einen Zyklus der Präferenzen, so könnte man allerhand Paradoxien ableiten. Am bekanntesten ist das Money Pump Argument des Philosophen und Mathematikers Frank Ramsey. Es besagt, ich kann mir einen Zyklus gar nicht leisten. Denn wenn ich mich, sagen wir, für A entschieden habe und mir jemand den Wechsel zu B anbietet, sofern ich ihm einen kleinen Geldbetrag zahle, dann müsste ich das tun, denn ich bevorzuge B. Da spielen die paar Cent keine Rolle. Jetzt bietet mir jemand C im Tausch für B, wenn ich noch eine Kleinigkeit zahle, und wieder müsste ich einwilligen. Und dann bietet mir jemand A im Tausch für C und gegen einen winzigen Geldbetrag, und wieder stimme ich zu. Das kann beliebig viele Runden laufen und ich bin bald ruiniert durch meine widersinnigen Vorlieben. Doch psychologische Experimente zeigen, dass zyklische Präferenzen durchaus vorkommen können. Sobald die Alternativen etwas komplizierter sind, zum Beispiel A bedeutet eine Woche in einem Drei-Sterne-Hotel in Rom und B ein dreitägiger Aufenthalt in einer Therme mit Vollpension und so weiter, und etwa 10 solche Alternativen angeboten werden, dann schleichen sich häufig Zyklen ein. Nun, das ist ein einfacher Konfusionseffekt, aber dahinter kann mehr stehen. Wir gehen ja bei unseren Präferenzen meist nach gewissen Kriterien vor. Wenn ich drei Städte A, B und C zur Auswahl habe und sie nach der Qualität der dortigen Unis ordne, kommt vielleicht die Rangordnung A geschweift kleiner B geschweift kleiner C heraus. Wenn ich die Restaurants beurteile, ist die Reihenfolge B geschweift kleiner C geschweift kleiner A. Und nach der Qualität der Umwelt ist sie C geschweift kleiner A geschweift kleiner B. Wenn ich diese Kriterien für ungefähr gleich wichtig halte und A mit B vergleiche, dann werde ich B bevorzugen. Denn die Mehrzahl der Kriterien spricht dafür. Vergleiche ich B mit C, werde ich aus demselben Grund C bevorzugen. Und vergleiche ich C mit A, dann ist mir A lieber. Das liefert aber einen Zyklus. Wir erkennen darin natürlich das Paradox von Condorcet wieder.